Gut 1,4 Millionen Euro gibt die Stadt Baden-Baden jedes Jahr für Pflege und Bewirtschaftung ihrer Waldflächen aus. Jetzt, mitten im Sommer, können auch die Forstamtsmitarbeiter ein wenig durchatmen, denn alles steht in vollem Grün. So durften wir am Dienstag Baden-Badens Stadtwald mit erkunden. Die Mitarbeiter des Forstamtes bewirtschaften eine Waldfläche von über 7000 Hektar. Das sind mehr als 60% unseres Gemarkungsgebietes. Und der Wald, die Landschaft, die Natur sind unser Kapital. Es geht einmal um die Forstwirtschaft, den Holzeinschlag, es geht um den Wald in seiner erholungs- und touristischen Funktion und es geht um Landschaftspflege, um Naturschutz. Und diese drei Säulen sind die tragenden Säulen auch für unsere Stadt. Und da ist unser Vorstand mit dem Herrn Haug als Leiter und der ganzen Mannschaft auch mit vielen Freiwilligen zugange. Da sind wir stolz und dankbar, dass wir so eine Mannschaft haben. Diese Mannschaft kümmert sich dank der freiwilligen Helfer auch um das sichere Überqueren der Straße am Waldseeplatz. Die Leiteinrichtung für Kröten und Co. wird unter anderem von Nadine Alonso, Fabian Michler und Michael Wunsch betreut. Jetzt sind drei Eimer aufgestellt worden und die müssen täglich geleert werden. Im Moment haben wir 3 bis 4 Schichten. 3 Tagschichten, die werden vom Vorstand abgedeckt über ehrenamtliche Helfer und den Ökotrupp. Und der Ökotrupp nimmt oft auch die Frühschichten dann. Leer die Eimer und bringt die jungen Amphibien auf die andere Straßenseite. Mittels Straßentunneln sollen die Amphibien zukünftig von alleine sicher die Straßenseiten wechseln können. Auch im Grünbachtal am Fuß des Fremersberges leistet das Forstamt aktiven Umweltschutz. Auch um die Artenvielfalt in heimischen Wiesen zu erhalten, stehen nicht wirtschaftliche Aspekte an erster Stelle bei der Grünflächenpflege. Weil gerade so der Sinegraben, den wir uns jetzt angeguckt haben, die Wiese, die wird sehr spät gemäht, das Material kann man dann auch nicht mehr verwerten, also als Heu oder so. Das muss dann entsorgt werden. Und das ist natürlich auch eine sehr aufwendige Arbeit. Das ist alles Handarbeit, teilweise steiles Gelände, nasses Gelände. Und da sind wir auf die Hilfe von Schülern angewiesen, einfach auf Manpower. Und für die Schüler ist halt auch noch ein bisschen Mitnahmeeffekt dabei, einfach draußen in der Natur zu arbeiten. 400 Kilometer Wanderwege, auch für Nordic Walker oder Mountainbiker, werden mit 65.000 Euro pro Jahr unterhalten. Ein Online-Helfer für individuelle Wanderrouten bietet der Naturpark Schwarzwald im Internet. Knapp oberhalb von Farnhalt im Rebland zeigt uns Revierleiterin Sabine Heberlein-Wörner schließlich noch, wie in den Schadensgebieten nach Orkan Lothar mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand der Holzeintrag auf Dauer erhöht werden kann. Wir haben ja heute einen kleinen Einblick gesehen. Das sind Naturschutzmaßnahmen, die wir machen im Wald, angrenzend an den Wald. Und es sind sehr, sehr viele Sachen, die wir für Erholungssuchende, für Touristen, aber auch für Bürger machen, wie Grillplätze, Schutzhütten, Wanderwege, also sehr, sehr breites Feld.